Oh, dann reden wir noch mal mit euch. Huch. Reden. Nicht. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Warum das? Lebensmüde. Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Hör auf meinen Rat und geh wieder an deine Bücher, solange du noch kannst. Krieg ist kein Spiel. Keine Fakultätstreffen, keine Vollprofessur, keine Fußnoten. Der erstbeste Soldat wird dich töten. Yep. Warum sollte er? Ich bin ein neutraler Zivilist, ein Gelehrter. Stiefel. Wie bitte? Er tötet dich wegen deiner Stiefel. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Okay. Machen wir mal. Vielleicht kapier es, ja. Wunderbar. Also, es funktioniert so. Ja, möchten wir. Willkommen bei Gwind. Gwind ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Du beginnst. Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Ziehst du 10 Karten, das ist in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr, setzt diese 10 also klug ein. Du bist ja mal übersprungen. Das ist das Kampfbeinsystem der Einheit. Symbol der Einheit. Das Symbol zeigt die Schlachtfeldreihe an, in der die Karte gespielt werden kann. Nahkampf, Verkampf, Belagerung. Spezialfähigkeiten von Einheitenkarten. Manche Einheitenkarten haben Spezialfähigkeiten. Spezialfähigkeiten des kedwenischen Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten der gleichen Reihe plus 1 Stärke. Wetterkarten. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld, auch die deiner eigenen Karten. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neue ziehen. Bespringen wir diesen Punkt fürs Erste und kommen direkt zum Spiel. Schlachtfeld. Hier siehst du das Schlachtfeld. Dies ist deine Seite. Dies ist die Seite deines Gegners. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen.
Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, indem du X drückst und nicht die Windows-Taste. Drücke Eingabe, um eine Karte aus deiner Reihe, aus deiner Hand auszuwählen. Drücke noch einmal Eingabe, um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. Okay. Verstärkt alle Einheiten in der Runde plus 1, mit sich selbst ausgenommen. Okay. Kann ich nicht auch spontan vielleicht noch zu dem Controller wechseln? Nein, tatsächlich nicht. Spontan Controller wechseln geht nicht. Taki. Die Zahl links bei deinem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke deiner Einheiten. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihe. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem du Leertaste gedrückt hältst. Wenn du passt, kannst du in dieser Runde keine Karten mehr ausspielen. Dein Gegner kann weiterhin Karten ausspielen, bis er ebenfalls passt. So soll es passen, wenn du zuversichtlich bist, mit den bereits ausgespielten Einheiten gewinnen zu können. Oder um den Gegner gewinnen zu lassen und deine Karten auf die nächste Runde aufzuwerten. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Dann wird die jeweilige Gesamtstärke ihrer Einheiten und damit der Rundensieger bestimmt. Alle Karten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt und die Gesamtstärke der Spieler wird auf 0 zurückgesetzt. Okay. Okay. Der ist ganz schön arschig, der Typ. Verliert auch mit Lebensstern. Das Spiel ist vorbei, wenn einer... Okay. Also ganz einloggen tut er das nicht immer.
Ich weiß nicht, ob das hier so richtig ist, was wir hier tun. Juhu, wir haben gewonnen. Sehr schön. Es ist keine Schande zu passen, um den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Jeder Kartensatz hat außerdem eigene Helden. Helden sind hochwertige Karten, die gegen die Effekte von Sonderkarten immun sind und das Schlachten Glück wenden können. Sammle mehr mächtige Karten, indem du bestimmte Quests abschließt oder Karten bei Händlern erwirbst. Sieh an, du hast ein Händchen für dieses Spiel. Nein, eigentlich nicht, das war Glück. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Okay, du hast eine neue Gewinnkarte erhalten. Um sie dir anzusehen, öffne das Spielmenü und gehe zum Kartensatzfenster. Und wie öffne ich nochmal das Spielmenü? Also so komme ich zumindest bei den Quests rein. Gewinnt. Das sind nur die Tutorial-Sachen. Ja, das sind die Gegenstände. Giftung, Gegenstände ausrüsten, Filter, Filter, Filter. Ja, die ganzen Filter, die brauchen wir nicht. Das ist, glaube ich, ersichtlich. Und zu sehen, Fortschritt der Reihenfolge, Charakterwerte, super. Gut, wir haben hier auf jeden Fall die Weltkarte. Visima gibt es hier also auch. Novigrad wählen. Kehr Morhen. Gellige. Toussaint. Also ich glaube, das hier ist eins der DLCs. Ich glaube, Blatt und Wein müsste das sein, hier unten. Gut, das ist das Charakterfenster. Okay. Gewinnkartensatz hier. Ganz wie jede der vier Fraktionen, die fortnötigen, so ist gut, hier einen Kartensatz sammeln. Eine Runde halten, ja. Okay. Führerkarten. Drücke Eingabe, um die markierte Anführerkarte auszuwählen. Jeder Anführer hat eine einzigartige Fähigkeit. Okay, die Karten, die sich derzeit im Kartensatz dieser Fraktion befinden, erscheinen hier. Ein Kartensatz muss aus mindestens 22 Einheiten bestehen. Er kann außerdem bis zu 10 Sonderkarten enthalten. Du kannst auch mehr als 22 Einheiten Karten in deinem Satz haben, verringert damit allerdings die Wahrscheinlichkeit, eine mächtigste Karte zu ziehen. Den Kartensatz benötige ich noch zwei weitere Einheitenkarten, wie von der roten Zahl angezeigt wird. Jetzt kannst du mit Escape den Kartensatz verlassen. Wenn du Gewinnpartie anstehst, beginne sie mit Leertaste oder brich sie mit Escape ab. So, dann haben wir hier noch die Gurtel. Okay. Ich verstehe. Ausgetrunken. Jop. Dann verpiss dich. Nicht so barsch. Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Bei Optionen, die mit markiert sind, setzt du das Aktienzeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt.
Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere die Fertigkeit Täuschung im Charakterfenster. Ich habe dir nichts getan, also beruhige dich. Natürlich nicht. Nein, nichts getan. Der Hurensohn hext hier rum. Auf ihn! Immer noch nicht nachlassen! Okay. Wir können tatsächlich nur mit... Boah, da ist immer noch die Rede von dem blöden Kartensatz. Wenn man sich denn hier so drauf konzentriert. Aber Rainer und Tun sind trotzdem ganz schön. Spielspeichern. Dein Spielstand wird automatisch gespeichert, wenn du bestimmte Meilensteine in der Geschichte erreichst. Denk jedoch daran, deine Fortschritte außerdem oft genug manuell zu speichern. Die Extra-Welt ist voller Raubtiere, blutiger Bestien, Banditen und sonstiger Gefahren. Nachdem uns das gesagt wurde, machen wir das auch direkt. Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goldemar. Warum nicht? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. Nilfgaardisch. Meine Großmutter war aus Nazair. Ach, so ist das. Dann eben Meister Dervan. Möge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land führen. Mhm. Okay. Oh. So, hier ist eine Anschlagtafel. Kaiser M. hier trinkt, dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Geralt weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Man weiß nie, wann man auf etwas oder jemanden Interessantes stößt. Fräulein in Not, Kaufleute mit seltenen Waren, Nester voller Monster. Auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole. Ja. Wir reden später darüber. Gut. Freiwillige sucht. Auf Befehl von Kommandant Peter Sir Gwynlaive sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee ab sofort Anwerbung entgegennimmt. Rekruten erhalten Verpflegung, Unterkunft und regelmäßigen Sold. Selbstverständlich ist die Ehre M hier VM Reis, Dathwin Adan dienen zu dürfen, der höchste Lohn. Nach der Einschreibung werden die Rekruten von den besten Strategen des Kaiserreichs unterwiesen. Die Familien der Rekruten können sich auf ausreichend Versorgung während der gesamten Dienstzeit verlassen. Fällt der Soldat im Kampf, erhalten die Familien eine lebenslange Pension. Zusatzration. Hiermit gibt die kaiserliche Garnison bekannt, dass die Armeen des Dorfes wöchentliche Essensrationen entgegennehmen dürfen. Diese Rationen werden nur an Empfänger abgegeben, die ihre Bedürftigkeit nachweisen können. Betrüger werden im vollen Umfang des Gesetzes als gewöhnliche Diebe bestraft. Suche Flug zum Ausleihen. Hallo Leute, kann mir jemand seinen Flug leihen? Ich habe meinen neulich dermaßen auf einen Stein gesetzt, dass er krumm und schief gebogen ist. Biest soll mich holen, wenn ich weiß, wie man ihn repariert oder sein Feld ohne flügt. Rogget. Bruder, wo bist du? Mein Bruder Bastian ist gegen die Schwarzen gezogen. Ich habe Anlass zur Annahme, dass er an der großen Schlacht in der Nähe teilgenommen hat. Bis heute ist er nicht zurückgekehrt, wie so viele, wie man berechtigt sagen mag. Doch wenn er gefallen ist, was ich befürchte, dann will ich ihn wenigstens begraben, wie es schon unsere Vorfahren getan haben. An der Seite unserer Eltern, anstatt ihn den Leichenfressern auf dem Schlachtfeld zu überlassen. Ich suche also einen Tapferen, der das Schwert zu führen weiß und bereit ist, mit mir auf die Suche nach Bastien zu gehen. Viel kann ich nicht zahlen, da ich nicht viel habe. Doch mit Dank werde ich nicht geizen. Wer mir helfen will, suche die zerstörte Hütte an der Straße nach Weißgarten auf. Nahe der Brücke. Dort habe ich mein Lager aufgeschlagen. Nun Wildenwert. Auftrag. Teufel beim Brunnen. Gute Leute, ich weiß, es ist Krieg und ihr habt alle schon genug Ärger, aber vielleicht kann jemand meinem Vater in Not helfen. Ihr kennt sicher den Brunnen im verlassenen Dorf und den Teufel, der ihn so eifersüchtig bewacht. Wenn nicht, kommt zu mir, dann erzähle ich euch alles. Wer dieses Monster vom Brunnen vertreibt, soll ein pralles Goldsäckel erhalten. Aber beeilt euch, es ist dringend. Ololan. Interessante Orte. Es gibt viele interessante Orte in den dichten Wäldern und dünstigen Sümpfen zu entdecken.
Wenn du dir ein Anschlagbrett ansiehst, erscheinen Fragezeichenmarkierungen auf deiner Minikarte, die mögliche interessante Orte kennzeichnen. Begib dich an die Orte, um zu erfahren, welche Geheimnisse sie bergen. Ja, das werden wir doch direkt tun. Jeder wichtige Ort, den du entdeckst hast, wird auf deiner Karte, deiner Weltkarte markiert. Drücke Tabulator, um zu deinem aktuellen Ziel zu springen. Halte linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um die Weltkarte zu verschieben. Dein aktuelles Ziel ist mit markiert. Verfügbare Quests werden mit Ausrufezeichen markiert. Hier siehst du die Ziele deiner aktuellen Quest. Wenn es mehrere Ziele gibt, kannst du mit zwischen ihnen umschalten. Hier siehst du eine Minikarte der Umgebung. Mit Z kannst du die Größe der Karte ändern. Kann sie auch einfach mit dem Mausrad ändern. Gut. Also, das hätten wir schon. Was sagst du da? Frag die Nilfgaarder nach Yennefer. Die werden wir machen. Sie ist mein bester Freund. Dann fährst du hier kommen zu lassen. Okay. Und mit X können wir plötzlich dann quasi rufen. Ich wollte gerade sagen, plötzlich kommt einfach aus dem Wasser. Aber plötzlich steht ihr. Beweg dich! Ja, das mit dem Nilfgaard machen wir als erstes, würde ich sagen. Dingsbilderich. Hier gab es auf jeden Fall auch noch einen Auftrag. Ich möchte erstmal das hier erledigen. Wir müssen hier lang. Bin ich einmal falsch abgebogen. Es ist so schön, endlich mal wieder Witcher 3 zu spielen, beziehungsweise überhaupt mal richtig zu spielen und auch endlich mal eine Ahnung zu haben, was man hier überhaupt tut. Jetzt werden erstmal Wölfe platt gemacht. Wenn nicht sogar wir als erstes. Also leicht bedeutet nicht gleich, dass es auch leicht ist. Natürlich nehme ich euch hier wieder alles mit. So. Also, vielleicht sollten wir Plötze ja wieder mitnehmen. Lauf, Plötze! Lauf, Plötze, lauf! Ja, die machen hier schön ihre Übung. Schon von der Fliegerbrigade gehört. Eins weiter. Schieb ab. Du, war das hier plötzlich?
Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate warten? Barbaren! Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Mhm. Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nautling. Zum Turm. Okay. Mach Platz. Zum Turm also. Handwerker können dir verschiedene Gegenstände anfertigen, gegen einen Obolus, versteht sich. Waffenschmiede schmieden Waffen, Rüstungsschmiede stellen Rüstung her. Wenn du ein Handwerksschema findest, bring es zu einem Handwerker der richtigen Sorte und Fähigkeitsstufen, damit er den Gegenstand für dich anfertigt. Okay. Warum nicht? Ich muss aber hier ganz kurz meinen Zipf öffnen. Aus diesen Gründen. Nicht so, wie alles verhakt hat. So, jetzt. Du bist Quartiermeister. Verwende spezielle Schleifsteine, um deine Waffen vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf den Schaden deiner Waffe. Huch. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort? Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Wie ist die Moral hier im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Ah, also doch ein Spion. Oder einer, der Ärger machen will. Ich bin nur neugierig. Na schön. Du kannst allen sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist, wie alle wissen. Und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben. Apropos, bist du hier, um was zu kaufen? Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Ich möchte einfach mal gucken. Links auf dem Bildschirm siehst du eine Leiste der Schemas in deinem Besitz. Klicke zum Ausführen auf eine Kategorie oder ein Schema. Rechts auf dem Bildschirm siehst du eine Beschreibung des aktuellen ausgewählten Gegenstands. In der Bildschirmmitte siehst du die erforderlichen Komponenten zum Herstellen dieses Gegenstandes. Auch Handwerker müssen essen. Wenn dir ein Handwerker etwas anfertigen soll, musst du ihn für deine Dienste entlohnen. Falls du das erforderliche Geld hast, drücke Eingabe, um das ausgewählte Schema herstellen zu lassen. Du musst einen Handwerker auftreiben, der über die richtige Spezialisierung für Rüstungs- oder Waffenschmied für den jeweiligen Gegenstandstyp sowie über das erforderliche Können verfügen, um einen Gegenstand dieser Qualität anzufertigen. Einige Gegenstände lassen sich zerlegen, um neue Handwerkszutaten zu erhalten. Suche dazu einen Handwerker auf und wähle zerlegen. Okay.